Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, ich wollte mich gerade um die Nebenquests hier in der Gegend kümmern. Da habe ich gesehen, dass der Herr Gursand oder Gursan, also ich hätte es jetzt französisch ausgesprochen, der Typ neben mir, der Alte, dass der, so wie es aussieht, wohl eine Hauptquest ist, weil der dieses Feuer, sag ich mal, drumherum hat. Und die normalen Nebenquests haben nur dieses, ja, normale Zeichen da drum. Da habe ich mir gedacht, okay, dann schnappe ich mir den direkt mal und nehme das Ganze natürlich auch mit auf. Jetzt stecke ich aber in der Bredouille. So wird das nichts mit der Erschließung. Auf die gut gemeinten Ratschläge eines Ackermeisters hört halt niemand mehr. Flottenadmiral müsste man da sein. Von den vermaledeiten Ackerpiraten habe ich jedenfalls keine Hilfe zu erwarten. Und alleine komme ich gegen die Monster nicht an. Gehst du für mich in das Erschließungsgebiet und erledigst 5 der winzigen Mandragoras? Ansonsten kann ich meinen Beitrag zur Landgestaltung nicht leisten. Ja, kein Thema. Ich meine, die waren jetzt auch nicht so schwer. Und die sind, soweit ich weiß, hier direkt vor der Tür. Wenn man sie denn noch kriegt. okay, ich habe mich jetzt selbst geheilt. Hallo, wieso kommen jetzt auf einmal 2? Also ich muss ja sagen, mit dem Krieger, ich habe ja jetzt auch eine ganz tolle neue Kriegerin erstellt, da ist es ja mega einfach, wirklich diese ganzen großen Gruppen hier zu erledigen. Aber ja, bei sämtlichen Magikern oder Magiker-Charakteren ist es halt so, dass man diese Kanalisation hat, also diese Vorzeit sozusagen, die man nutzen muss. Und das ist dann doch ziemlich nervig stellenweise. So, Moment, der war oben. Ich wollte jetzt gerade schon hier unten hinlaufen. Ich weiß schon, warum ich das erledigen soll. Alter Mann. Hast du den garstigen Zwergen eine Lektion erteilt? Du bist echt eine Hilfe. Ganz anders als diese eingebildeten Ackerpiraten. Sie halten sich für starke Kerle. Aber wenn es mal was zu tun gibt, ist auf sie kein Verlass. Irgendjemand sollte ihn... Na, vielleicht später. Auf dem kargen Bogen wächst einfach nichts. Wenn wir nicht düngen, erreichen wir niemals unser Ernteziel. Was wir brauchen, ist fruchtbare Erde, die wir auf den Feldern verteilen, damit das Gemüse ordentlich gedeihen kann. Wenn du ein paar Säcke fruchtbare Erde besorgen könntest, wäre uns sehr geholfen. Rotbüda kann dir sagen, wo du geeignete Ernte findest. Sie arbeitet im Obstgarten. Okay. Quasi geradeaus durch. Guck mal jetzt hier. Boah, doch, so ein bisschen Schaden haben wir schon genommen, aber das war jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Der Rede war, genau. Der Rede wert. Oh Gott, ich merke schon, es geht auf die Mitternacht so und ich werde langsam echt müde. Meine Zunge funktioniert nicht mehr, mein Gehirn offensichtlich auch nicht mehr. Okay, das hat mit Mitternacht nicht unbedingt was zu tun, aber trotzdem, man kann es sich ja trotzdem schönreden. Gursan, oder wie auch immer, hat dich gebeten, fruchtbare Erde für uns zu sammeln. Ja, die können wir gebrauchen. Wenn du dir nicht zu fein dafür bist, deine Hände schmutzig zu machen, nur zu. Im Kochkessel gibt es die beste Erde, aber dort musst du tierisch aufpassen, dass du nicht von Auerochsen niedergetrampelt wirst. Okay, die können ganz schön aggressiv sein. Schließlich beanspruchen sie den Kochkessel als ihr Revier. Wenn du 3 Säcke mit fruchtbarer Erde zusammen hast, dann bring sie bitte zu Freval an der Feldscheune.
Danke schon mal im Voraus. Bitte gerne, Gesundheit. Die Richtung. Moment, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Komme ich da denn... Nee, das ist der Fluss, ne? Da komme ich jetzt so nicht hin. Da müsste ich theoretisch erstmal rüber, würde ich sagen. Und laufe direkt in diese blöde Gegend hier rein. Sind die da oben drauf? Also ich vermute mal, dass der Kochkessel oben ist. Ich weiß nur nicht genau, wie ich hier hochkomme. Oh, das meinen die also mit Auerochsen, okay. Okay, da haben wir fruchtbare Erde. Bewegen die sich auch oder muss ich dann zwangsläufig mit denen kämpfen? Ich denke mal nicht, dass die sich jetzt so bewegen werden, dass man da... Weg da! Du sollst hier nicht hoch! Nein, jetzt kommt der Auerochse genau hier hin. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Aber natürlich nicht. Mein kleines Helferlein. Also mir wäre wohler gewesen, hätte ich jetzt schon die Gilde der Gärtner gemacht. Ich befürchte allerdings, dass wir die in diesem Bereich wohl eher nicht bekommen. Ach, dein Ernst, jetzt habt ihr mich schon wieder gesehen. Blödes Vieh. Komm, wir laufen hier raus. Oh. Also das ist... Ich meine, naja, so wirklich schwer waren sie jetzt nicht. Aber ich gebe zu, also die Größe ist schon äußerst imposant gewesen. Und ich mag es überhaupt nicht. Vor allem, wenn man dann so nah dran ist. Also eigentlich bei so riesen Viechern müsste man ja so kämpfen. Aber hier gerade bei Final Fantasy finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man da relativ nah dran ist. Weil, also sonst habe ich es immer gehasst. Bei Teso habe ich es gehasst. Also da habe ich immer so weit wie möglich weggestellt beim Spielen. Achso, ja, wir sollen es ja gar nicht zu dem Typen bringen, wo wir eben mitgesprochen haben. Haben wir nicht mit dem hier? Nee, mit dem rechts haben wir nicht gesprochen. Hallo? Gehst du da jetzt mal? Nee. Geht das noch? Danke, dass du mit mir redest. Alles gut. Ah, perfekt. Die Erde ist feucht und mooshaltig. Genau richtig für den Gemüseanbau. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Die meisten lehnen die Arbeit ab, weil sie ihnen zu schmutzig ist. Wer könnte es ihnen auch übel nehmen? Ich meine, der Gestank ist schon penetrant. Aber die weiche Konsistenz und die nährreichen Inhaltsstoffe sind einfach perfekt. Es geht doch nichts über Auerochsen, du... Ach, ich sehe schon. Du willst es lieber nicht so genau wissen. Auch gut. Ignorant lebt es sich häufig besser. So, das ist für Krieger, brauchen wir nicht.
Die Ringbänder sind eigentlich ganz gut. Dann lassen wir uns wieder viel Gold entgehen. Aber naja, gut. Das sind die hier, ne? Okay, anlegen. Ah, die sehen ja mal cool aus. Moment, ich muss das mal eben... Die sehen echt cool aus. Mal so richtig Magica... Achso, ich wollte kein Bild machen. Ich wollte eigentlich hier raus. Mal so richtig auf Magica aus. Beziehungsweise, ja, ich wollte schon Druiden sagen, aber wir sind ja keine Druiden, wir sind ja Hermetiker. So, mal schauen, was es noch gibt. Donnerblitz und Hagelschlag. Dieses plündernde Piratenpack hat meine Ackergeräte gestohlen. Dabei wissen sie nicht einmal, mit welcher Hand man eine Sense führt. Wahrscheinlich werden sie die Geräte einschmelzen, um mehr Mordwerkzeuge daraus zu machen. Ach, die Ackergeräte, ohne die Ackergeräte bin ich ruiniert und ich habe kein Geld, um mir neue anzuschaffen. Ich würde ja sofort hingehen und diesen arbeitsscheuen Aaskäfern eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Aber ich wurde schon einmal in einen Schwertkampf verletzt und musste meiner Frau versprechen, mich in Zukunft aus solchen Scherereien rauszuhalten. Darf ich dir die Ehre überlassen, diese halbstarken Halunken, die Leviten, zu lesen und ihnen die Ackergeräte wieder abzuknüpfen? 3 kostbare Geräte waren es. 3. Ja, klar. Kein Thema. Irgendwo in die Richtung. Hier, das sieht gut aus. Boah, 3 Geräte, aber 10.000 von diesen Typen. Okay. Ja. Boah, ist nicht dein Ernst, dass mich die Bienen jetzt angreifen, wenn ich einen Räuber angreife. Ernsthaft? Ich habe den eben geheilt, glaube ich. Ups. Das wollte ich nicht. Ich muss 3 Piraten angreifen, so wie es aussieht, damit ich die dann bekomme. Ich dachte, ich muss die da einsammeln oder so. Okay, kommt ihr alleine oder zusammen? Das ist jetzt die Frage. Da scheint einer gerade reingelaufen zu sein. Denn jetzt hier? Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt 4 umbringen musste und dann erst 3 bekommen habe, aber gut. Soll mir ja egal sein. Was fällt diesen herumlungern Lumpenhunden nur ein, meine Arbeitsutensilien zu stehlen? Das faule Pack will sich wohl über mich lustig machen. Da sind sie, meine Ackergeräte. Da bin ich aber froh, dass die Piraten sie noch nicht eingeschmolzen hatten. Wer weiß, vielleicht hat Sefrin wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt. Ich habe jedenfalls gesehen, wie er mit den Piraten verhandelte. Ansonsten führte er nur Gutes im Schilde. Na, vielleicht versucht er auch nur, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wer weiß. Schwierigkeiten haben wir in den Sommerfurthöfen schon genug. Du solltest Stehlwürren besser Bescheid sagen, was hier vorgefallen ist. So, und das meinte ich nämlich. Dann sind das so mehrere kleine Quests letztendlich, die dann wieder, ja, zu dem Ursprungsquestgeber sozusagen zurückführen. Und das sind dann nämlich alles die Hauptquests, um die es geht.
Und das sind natürlich die, die wir auf jeden Fall aufnehmen werden, weil irgendwann zwischendurch wird dann nochmal ein Boss kommen. Denke ich zumindest mal. Also hier die Reihe habe ich ja noch nicht gespielt mit den Hermetikern. Und beziehungsweise werden wohl mehrere Bosse kommen, nicht nur einer. Gerätediebe gehen um. Was für eine schöne Questname. Okay. Wenn sie jetzt noch etwas schneller wäre. Das ist immer so blöd, wenn man gerade gesprintet ist und im nächsten Moment läuft die dann so langsam im Vergleich. Die hat meinen Hut geklaut. Hilfe. Die Piraten werden immer dreister. Freval kann ein aufbrausender Hitzkopf sein, aber dank deiner Hilfe hat sich diesmal im Zaum halten können. In einen Kampf mit den Piraten hätte er einen kürzeren gezogen. Und das hätte nur weitere schlechte Schlagzeilen für die Sommerfurthöfe zur Folge gehabt. Schon wieder hatte dieser Sefrin seine Hände im Spiel. Auch wenn er es diesmal gut meinte, ist mir sein enges Verhältnis zu den Piraten nicht geheuer. Ja, ich sag ja mir auch nicht. Das ist für einen Krieger. Alle Klassen, das könnten wir nehmen. Aber dann muss ich eine Hose tragen. Kann man sich das angucken? Anprobieren? Oh Gott, nee. Ach so, nein, ich will doch nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich nehme jetzt einfach mal das Gold. Ich meine, die zwei, die da plus gehen, ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich will wenigstens noch gut aussehen. Gameplayerin Winter, du bist es. Wie gefallen dir die Sommerfurthöfe soweit? Ist die arbeitsame Atmosphäre nicht ansteckend? Aber unter uns gesagt, nicht alles läuft so glatt, wie es den Anschein hat. Hast du Zeit, mir bei meinem Problem zu helfen? Ja. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du erinnerst dich doch sicher noch lebhaft an den jungen Kerl namens Sefrin, der hier arbeitet. In letzter Zeit hat er sich merkwürdig verhalten. Es fing damit an, dass ein Brief für ihn angekommen ist. Darin muss etwas Fürchterliches gestanden haben, denn seitdem sah er sehr beunruhigt aus. Er wollte mit keinem darüber reden und hat sich zurückgezogen. Tagelang hat er sein Haus nicht verlassen und nicht einmal die Gardinen geöffnet. Aber jetzt kommt das Bedenkliche. Gerade hat er ein paar seiner Kumpanen um sich geschart und ist mit ihnen losgezogen. Warum der plötzliche Sinneswandel? Irgendwas ist da faul. Er gehört ja ohnehin nicht zu unseren fleißigen Arbeitern, aber dieses Benehmen gibt mir wirklich zu bedenken. Wer weiß, was er im Schilde führt. Bitte folge Sefrin und bring ihn zurück. Ich möchte nicht, dass er Schwierigkeiten bekommt. Würdest du das für mich tun? Sehr gut. Dieser Sefrin bereitet immer wieder Ärger. Aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Wenn er sich doch nur an das Leben auf dem Hof gewöhnen könnte. Sprich zuerst mit Grünevida, denn sie ist das Tor zu den Höfen. Nee, sie hat das Tor zu den Höfen gut im Auge. Vielleicht weiß sie, in welche Richtung Sefrin und seine Gesellen aufgebrochen sind. Ich sehe dunkle Wolken am Horizont. Pass gut auf dich auf, Gameplayerin. Langsam habe ich die Befürchtung, dass wir das in einer neuen Quest hätten aufnehmen sollen. Ist das die hier drin? Nee, ne? Da muss ich komplett raus, oder? Ach, das ist die, der wir am Anfang in die Arme gelaufen sind, oder? Was bist du denn? Was hat der denn für ein Krönchen auf? Hier. Ob ich Sefrin gesehen habe? Natürlich. Er ist gerade aus dem Tor spaziert. Er hatte ein paar seiner Spießgesellen dabei. Sie sind in Richtung Flüsterklamm aufgebrochen. Eine faule Bande ist das. Ich wollte, dass sie uns beim Holzhacken helfen, aber wenn es um Arbeit geht, hört dieser Sefrin irgendwie schlecht. Soll er doch Schiffbruch erleiden, dieser Drückeberger? Okay, das ist jetzt aber eine neue Quest, so wie es aussieht. Die nehme ich jetzt erstmal noch nicht an. Ich muss jetzt über die Brücke und mich weiter rechts halten. Dann würde ich sagen, da laufe ich da mal eben schnell hin. Das ist ja ein geiles Pink. Vor allen Dingen, das muss ich mal eben schön stehen bleiben. Das muss ich mal eben abfotografieren. Das sieht mega, mega geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Ja, ich werde da jetzt mal eben hinlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder.